Landes an und feiert ihre insgesamt 10. Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Auch mit 35 Jahren lässt Shelly-Ann Fraser-Pryce die Konkurrenz alt aussehen. Mit einem Startzielsieg über die 100 Meter gewinnt sie zum 5. Mal WM-Gold über dieser Distanz. Diesmal mit einem Meisterschaftsrekord von 10,67 Sekunden. Die Enttäuschung vom vergangenen Jahr, als sie sich bei Olympia mit Silber zufrieden geben musste, ist verflogen. Ich will Frauen damit zeigen, dass sie auch mit über 30 Jahren erfolgreich sein können, egal was so manche Industrie da draußen sagt. Ich kenne zum Beispiel Schuhfirmen, die stellen bei Frauen ab einem gewissen Alter das Sponsoring ein. Ich bin dankbar dafür, dass ich zeigen kann, dass das ein Fehler ist. Als erste Gratulantinnen stellen sich ihre Landsfrauen Sherika Jackson und Olympiasiegerin Elaine Thompson-Hara ein. Die beiden holen Silber und Bronze. Es gratulieren aber auch andere, wie der US-amerikanische Kugelstoßer Ryan Crouser. Der hat aber selbst genug Grund zur Freude, denn Crouser gewinnt erstmals in seiner glanzvollen Karriere WM-Gold. Der Weltrekordler und Doppel-Olympiasieger gewinnt mit Meisterschaftsrekord von 22,94 Metern. Es ist ohnehin ein Tag, an dem die Sportlerinnen und Sportler aus den USA häufig ganz oben stehen. 4 von 7 Goldene gehen an das Gastgeberland. Neben Crouser darf sich beispielsweise auch Hammerwerferin Brooke Anderson freuen. Mit knapp 79 Metern holt sie sich den Sieg. Die weiteren US-Goldenen gestern gibt es im Stabhochsprung der Frauen durch Katie Neshot und im 110 Meter Hürdenlauf. Hier durch Grant Holloway, der ein skurriles Finale für sich entscheidet. Denn das Finale ist ausgedünnt. Olympiasieger Hansel Parchment aus Jamaika verletzt sich beim Aufwärmen. Und der US-Amerikaner Devin Allen leistet sich einen mit freiem Auge nicht zu erkennenden Fehlstart. Damit muss sich Allen jetzt auf seine nächste Karriere konzentrieren. Er wird kommende Saison als Running Back bei Philadelphia in der National Football League auflaufen. Ein Fehlstart im Football wird wenigstens nicht so hart bestraft wie in der Leichtathletik. Der Weg ist damit frei für Holloway. Er verteidigt in 13.03 Sekunden seinen Titel aus dem Jahr 2019. Den Titel zu verteidigen gelingt auch Ugandas 10.000 Meter Läufer und Weltrekordhalter Joshua Cheptegei. Er schüttelt auf der letzten Geraden seine Verfolger ab und gewinnt die Goldmedaille. Und im Marathon holt sich Tamira Tola sein erstes WM-Gold. Der Äthiopier läuft ein einsames Rennen an der Spitze und gewinnt mit WM-Rekord von 2 Stunden, 5 Minuten und 36 Sekunden. Die Höhepunkte vom heutigen Tag sehen Sie wie gewohnt morgen ab 9 Uhr in ORF Sport Plus.